Guten Abend, liebe Freunde der Sterne. Es grüßt Sie Ihr Dr. Rainer Wendland-Köhler. Ich begrüße Sie heute zur Astro-Show und liebe Krebse, seid besonders gegrüßt. O Frankenwein, o Frankenwein, lass die Gewohnheit doch mal sein. Sensibel bist du ausgesetzt den Einflüssen, doch was kommt jetzt? Saturn sorgt für ein starkes Jahr, so wie es vielleicht niemals war. Zu heller Freude, tiefem Leid, bist fähig du, doch sei bereit, auch für Geschenke schon im Mai, wenn Jupiter dann bei dir sei. Das Böse wehrt der Pluto ab, wie mit einem Schild und nicht zu knapp, beschützt er dich, hält Schlimmes fern und unterstützt der große Stern. Dein Tun, die Arbeit, Partnerschaft begleitet er mit seiner Kraft. Er stärkt dich, hält dich an der Hand, verknüpft mit einem magischen Band. Bist kreativ, hast Fantasie. Uranus hilft dir wie sonst nie, sucht mit dir nach Möglichkeiten, in neue Freundschaften zu gleiten. Sei nicht wie sonst Gewohnheitstier, wenn du siehst Neues stehen vor dir, üb Akzeptanz, lass es geschehen, dann wird es deutlich besser gehen. Ein gutes Jahr wird dieses sein, noch besser mit einem jungen Wein. Empfindsam, scheu und kreativ bist du, der Wein wird positiv. Bei Suche nach Geborgenheit wird er dich stützen, ist bereit, mit dir zu träumen von dem Glück, das du ersehnst, so Stück für Stück. Ein Muskateller vom Spital, der ist für dich die erste Wahl. Wie du sonst für die anderen sorgst, sorgt er für dich, wenn du entkorkst, die Flasche und den Wein befreist, wird alles gut, so wie es heißt. Ich wünsche den Krebsen, dass sie Neues nicht als störend empfinden müssen und sie sich darauf einlassen können. Neptun kümmert sich um sie, er ist ihr Schutzengel. Sehr zum Wohle. Wir sehen uns.